An dieser Stelle möchte ich darauf aufmerksam machen, dass wir bereits vor einem Jahr den Steirer der Öffentlichkeit auch präsentiert haben und diese Öffentlichkeit wartet natürlich darauf, dass jetzt dieser Steirer, dieses Elektromotorrad sich auch weiterentwickelt und dazu möchte ich auch dieses Grundkonzept ein bisschen näher bringen. Denn es ist nicht nur das Motorrad ein wirkliches Vehikel, sondern es ist auch ein Vehikel für eine neue Arbeit zu sehen. Dieses Produkt wird in einer Box angeliefert, also das heißt, es ist stark, es ist ökonomisch, es ist individuell, es ist sehr stark, es ist aber auch sehr leicht. Und soll auch den Kunden ermöglichen, ein Grundverständnis für dieses Motorrad zu bekommen. Dieses Grundverständnis bekommt er dadurch, dass dieser Kunde sich auseinandersetzt, mit Produktionsverfahren auseinandersetzt oder auch mit Batteriepackages, wie Zellen sich zusammensetzen. Und dergleichen. Das ist so die Aufgabe, die wir uns gestellt haben. Wir wollen den Kunden integrieren. Das ist mit dieser Box gemeint, die man relativ einfach erhält und die man auch in der Garage das Motorrad zusammenbauen wird.